Und damit euch ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal Botti zu einem weiteren Video. Heute gucken wir uns New Super Mario Bros. Versus an. Quasi ein. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Wollte ich mal voraussagen. Es ist ein Online-Multiplayer-Spiel und auch eine Mod von dem Mario vs. Luigi aus dem Nintendo DS-Spiel New Super Mario Bros. Was schon ziemlich lustig war. Ich erinnere mich sogar noch an dieses Spiel. Weil mein Cousin hatte das Spiel ja New Super Mario Bros. 1. Und dann haben wir ab und zu mal ein bisschen NSMB, ja, Mario vs. Luigi gespielt. Das ist eine Mod von iPod Touch 0218. Ich werde euch, glaube ich, seinen YouTube-Kanal, wenn er einen hat, aber definitiv die Download-Seite in der Videobeschreibung verlinken. Ich suche jetzt erstmal ein Level, weil das zu suchen, das dauert wirklich sehr lange. Und diese Zeit will ich euch ersparen. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich habe einen Server mit einer Person gefunden. Ich weiß, es ist jetzt nicht viel, aber sollte vorerst reichen. Das Ziel dieses Spiels ist es, als Mario oder Luigi Sterne zu sammeln. Wie zum Beispiel der gerade in den Abfluss gefallen ist. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Und nicht zu sterben. Wie viel Leben haben wir? Ich habe drei Leben. Da oben steht's, ich muss 10 Sterne sammeln. Die Sterne werden natürlich aber auch immer angezeigt. Und, Alter, ich krieg kein Item, kann das sein? Oder man kann er mich töten? Ich habe schon ein bisschen privat mal gespielt. Was ein Idiot. Ich dachte, wir sind Freunde. Deswegen, Leute, vertraut keinen Menschen. Menschen sind sehr ekelhafte. Warum ist er so ein elendiger Bastard? So, pass auf. Oh mein Gott, Alter, was ist das für ein Name? Aber gut, er startet sofort nochmal eins. Das war jetzt nur keine Aufwärmrunde. Und wir nehmen es einfach mal nicht ernst. Das war auch die erste Runde in dieser verdammten Aufnahme. Das Bob-Omb war da aber noch nicht, als ich zu diesem Stand hingegangen bin. Definitiv nein. So, da oben sehen wir noch, wo der Stern gespawnt ist. Also wie gesagt, das ist einfach nur eine kleine Online-Multiplayer-Mod von dem Spiel New Super Mario Bros. Für Nintendo DS. Was man ja auch schon auch Multiplayer spielen konnte. Auch diesen Modus, aber halt nicht online. Nur lokal mit Freunden. Geh ja weg. Du sollst weggehen. Geh weg jetzt da. Danke. Danke, du Arsch. Mann, das ist doch scheiße. Ich hatte nur ein Leben und ich will nicht spectaten. Gib her. Es ist so ein Detsch, Alter. Och, geh weg. Ja, klar. Knall die Bombe zu mir, du Idiot. Das wird doch erstmal das letzte Video sein. Das nächste wird ja dann am 18. kommen. Und ich weiß, ja, ich glaube, die Hardcore-Randomizer wird zuerst kommen. Und danach der ROM-Hack, den ich vorbereitet habe. Verpiss dich, meiner. Der Dance, Junge. Ja, das ist doch ein Kick, ey. Gut, wenn der vor meiner Nase spawnt. Und ich sterbe. Nee, aber fast. Hehe. Ach, die Gegner werden auch respawnen, wenn ich den Stern einsa. Er nimmt mir den Scheiß schon immer weg. Ich könnte mir das auch hier mit Freunden sehr schön vorstellen. Nur, wie kriege ich ein paar meiner Jungs dazu, dieses Spiel zu spielen? Ey, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und irgendwas zu sagen, das ist eigentlich für eine Scheiß-Map. Und was ist das für ein Idiot? Diego, Mann! Ich dachte, wir wären Freunde. Keine Ahnung, was der da vorne macht, aber ich glaube, der fällt fast runter. Ja, wir haben einen Stern. Einen Nick haben wir. Wenn ihr das versteht. Oh. Du
Hey, du bist ein Kick. Gib mir den Stand. Oh, oh, oh. Mann! Geh weg, so. Gib mir den Stern. Ja, noch ein. Ich krieg aber keinen Stern zu fassen, ist doch scheiße. Mann. Und Triple Jump. Geh weg jetzt, so. Nee, warte mal, bleib mal hier. Vielleicht trifft er mich ja hier nicht. Gut, man hätte es ja denken können. Verpiss dich doch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Idiot, ey. Gib her den Schein. Ich weiß auch nicht mal, wann die Mod richtig rausgekommen ist. Ich habe da irgendwas mit August gelesen. Könnte aber auch sein, dass da der letzte Patch oder so rausgekommen ist. Oh Mann. Ich glaube, ich habe davon schon seit über einem Jahr oder so erfahren. Irgendwann im März, glaube ich. Keine Ahnung. Da kommt Verrecke. Sehr schön. Er hat das Maul bekommen. Aber man sieht, die Runde kann sich so ziehen. Jetzt kommt er. Tschüss. Wie, ich habe keinen Stern. Keine Worte. Keine Worte. Gib den Stern. Wie brauche. Und eine Eisblume. Die haben sie, glaube ich, auch erst. Er teabaggt ihn einfach und er ist raus. Jetzt nur noch hier. Diego und ich. Kann ich ihn einführen? Oh, oh, oh. Ich habe auch nur noch ein Leben, also wenn ich ihn abgefalle. Easy. Aber gut, damit kann man ihn umbringen. Ich muss das nur richtig timen. Und darf keinen Schaden kassieren, weil sonst bin ich am Arsch. Oh mein Gott. Oh, oder ich mach's damit. Oh nein. Oh, Scheiße, müssen wir in der Nase kratzen. Ja. Oh. Geil. Diego hat gewonnen. So, dann sind wir zu viert. Dann können wir Map Change machen. Map Change. Ja gut, so schreibt man Change. Was schreibe ich da? Schreibe ich da? Also mir scheißegal. Ja, Bricks. Das ist mir vollkommen egal. Vulkan. Bonus wäre interessant. Nee, verpiss dich mit der scheiß Fortress Map, Junge. Bonus. Und ein Sackor. Und ich habe einen 500er Pegen. Keine Ahnung warum. So, dann mal sehen. Die Map kenne ich sogar noch gar nicht. Ich muss meinen Monster so gut entfernen. Oh Gott, ich drücke immer auf X, um zu springen. Obwohl, dass er hier die Taste ist, um Gas zu gehen. Junge, was gibt's hier für fette Itemböcke? Hallo, Maori.
Gibt's nochmal Koopas? Auch nicht schnell. Oh mein Gott. Schade, dass es hier keine Wände gibt, die runterkommen. Ne, verpiss dich! Verpiss dich, Diego! Du bist so eine Fotzensau, Alter. Och, zum Glück ist das ein 2D-Mario so einfach. Ich würde sogar auch eine 3D-Mod davon feiern. Oh nein, bitte geh weg, ey. Guck dir diesen Camper da unten schon wieder an. LOL! Propellerhead! Aktivier ihn doch! Das mache ich auf E, na gut, sag das doch. Oh fuck. Das ist Selbstmord. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich! Gib her den Scheiß. Wie kann man so ekelhaft sein? Jemand des Spiels ist Mensch angehört. Trifft es, glaube ich, am besten, sicher. Aber so einfach ist das gar nicht, weil wenn man die ganze Gegner hat, die ganze Zeit irgendwelche Scheiße spammen. Guck dir die Idioten an. Die mir immer im Weg stehen. Ich hasse es, wenn mir Leute im Weg stehen. Das ist Beseitigung pur. Oder sehe ich jetzt auch? Ich habe keinen einzigen Stern. Ja gut, ich habe keinen einzigen Stern. Das ist Mario Party nur mit noch mehr Beschiss. Oh, fick dich, du Fotzenkind. Komm her, du Fotzenknecht. Ich lasse es lieber. Lass mir ihn einfach. Ich habe davon jetzt gerade keinen Schaden bekommen. Oh, meine Fresse, Alter. Ist der ekelhaft, ey. Roter Koopa. Kann ich aber diese Teilstände sammeln. Dankeschön. Verpiss dich mit deinem Scheiß. Könnte ich jetzt einfrieren? Ey, geh ja weg. Ich war auch auf seinem... Ach, ist doch scheißegal. Das ist so ein... lächerlicher Beschiss gerade gewesen wieder. Sammel den Teilstern. Lauschen dieser schönen Musik. Oh mein Gott, der hat einen Maxi-Pilz. Wie viel Lack kann man haben? Ja, den holt er sich jetzt so. Schön. Komm, Mauri. Fall runter. Ja, gucken wir mal zu, wer jetzt hier von den beiden gewinnt. Das ist ja eigentlich gerade nur ein Feuerball hin und her. Komm, spring runter in den Tod. Ey, komm. Es kann doch jetzt nicht sein. Was machen die da für Scheiße? Oh, der hat einen Stern. Jawohl. Ja, was macht er jetzt? Richtig, in seinen Tod springen. Mauri, das war das Tode schlecht und scheiße. Gut. Das war ein kleines Let's Show dazu. Ich exit jetzt. Ja, man kann ja auf verschiedenen Servern spielen. Not started. Hier steht auch in Progress und all sowas. Nochmal VG Pie, den habe ich jetzt hier schon das fünfte Mal oder so gesehen. Wie das anders geht, glaube ich, bis. Was ist AU? Australien, glaube ich. Keine Ahnung. Es gibt sehr viele Server, man kann hier seinen Usernamen einstellen, ganz einfach. Aber mehr gibt es hier auch wieder nicht. Option. Und Quit. Dann sieht es ganz wieder so aus. So, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kommt wieder. Bis dann, wünsche ich noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal und ciao.